Es war ein harter Tag für ihren lieben Mann, der trotz viel Arbeit und dem Wohlstand nie zur Ruhe kam. So sagt die Frau zum Mann: Komm, setz dich und entspann. Schalte den Kopf schnell aus und ich schalte den Fernseher an. Er schmeißt sich in den Sessel, so wie er es immer tut. Die Frau weiß, ihm tut jetzt ein kühles Bier mit Schaum drauf gut. Schnell einmal durchgesäppt durch das TV-Programm. Jetzt braucht er Nachrichten, damit er schön einschlafen kann. Es fallen Bomben und kreischen Läufer durch die Stadt. Aha, in Syrien macht Assad schon wieder Bürgerblatt. Mal drüber nachzudenken, ob sich vielleicht anders wäre. Das fällt dem Mann nach seinem harten Tag doch viel zu schwer. Immer dasselbe mit den Hitzköpfen im Nahen Osten, wo alle Herrscher ja so gern auf eigene Bürger schossen. Das Army selbst das World Trade Center niederrissen. Ist zwar bewiesen, doch will man das nicht wissen. Es sind die USA, die NATO und unsere EU. Sie spielen mit den Bürgern dieser Welt keine blinde Kuh. Dann nimmt man nur einmal die Schulden von den USA. 15 Billionen Dollar schreien nach Geld durch Öl, Gold und Gas. So schafft man Terror wie in Syrien, Libyen und Iran. Nimmt sich das Recht dazu, als Heldenbretter gut getan. Der Wolf im Schafpilz, der das Land beraubt und es zerstört. Kommt ungeschoren weg, weil ihm scheinbar die Welt gehört. Ach Mausi, schalt doch rum, das ist mir viel zu munter. Wir können eh nichts ändern und das zieht uns doch nur runter. Der Mann schaltet drauf um, die Welt der Tiere läuft, während er sich neben seiner müden Frau besäuft. Wie kann man nur so leben, wie kann man ignorieren, dass auf der ganzen Welt so wahnsinnige Dinge passieren? Wie kann ein Herz vom Anblick solcher Sachen nur erfrieren? Bitte lass dich mit dem Leid der anderen identifizieren. Ich bin der Bessendorf, Opfer einer Bombe wurde. Bin mal Deutscher, dann mal Syrer, bin Grieche oder Kurde. Bin stets der, dem es gerade noch viel schlechter geht als mir. Die Identifikation mit ihnen wünsche ich auch dir. Der Terror des Islam bedroht den Westen immer mehr. Dass der Moslem lehrt, liebt den Nächsten so wie dich, berichten unsere Propagandamedien leider nicht. Gern zeigt man Russland, als Feind der anderen Länder raubt und baut ein Schutzschild um das Land, der auch zum Angriff taugt. Stell dir mal vor, der Russe wird so bei dem Army machen. Glaub mir, wir hätten Krieg und nicht zu lachen. 40.000 jährlich, der Kindklau in der Republik. Der Staat und Eltern meistens grundlos ihre Kinder weg. Führt die Familien an den Rand des Bahnbahnes ran. Weiß, dass Eltern nicht der beste Anwalt helfen kann. Was für ein Verhältnis, was zählt der Menschen heute noch? Ich spüre täglich, wie das Blut in meinen Adern kocht. Wenn ich das sehe, wie die hohen Herren voller Spott die Menschen steuern und zerstören, so als wären sie Gott. Nochmal zurückgespult zur Frau und ihrem Mann, der vor kurzem noch gedacht hat, dass er nichts bewegen kann. Er kommt nach Hause, küsst erstmal herzlich seine Frau, bevor sie dann zusammen kritisch die Nachrichten schauen. Vom Freihandel die ganze Welt profitiert. Worauf die Frau stellt, ist erst einmal nachrecherchiert. Oh nein, das gibt's doch nicht. TTIP ist ja voll gefährlich. Warum sind unsere etablierten Medien denn nicht ehrlich? Jetzt spürt der Mann es auch, was hier im Magen liegt. Wie er bei vielen Fakten einen dicken Hals raufkriegt. Was können wir bloß tun? Was ist hier unser Ding? Um zu verhindern, dass er Ding uns gleich zu Darmut bringt. Schnell wird dotiert, in Kurzform blöcke ich aufgeschrieben, was hier die Fakten sind und wo die Massenmedien lügen. Die Info raus über KlarTV und jeden Kanal. Kritische Masse, die Wagen kippen deine Mal. Ich bin der, dessen Dorf Opfer einer Bombe wurde. Bin mal Deutscher, dann mal Syrer, bin Grieche oder Kurde. Bin stets der, dem es gerade noch viel schlechter geht als mir. Die Identifikation mit ihnen wünsche ich auch dir. Bewegen. Ich will dich motivieren, dass wir uns gemeinsam mit dem Leid hier konfrontieren. Denn so entsteht eine Kraft in uns, die weitaus größer ist, als von dem, der noch am Machthebel der Erde sitzt. Ich will noch nie mehr hören, wir können eh nichts tun. Wir müssen kämpfen, bis die bösen Werke ewig ruhen. Bis Kinderdiebe hinter schwedischen Gardinen sitzen, neben den Kriegstreibern, die dann um Vergebung schwitzen. Wir werden sehen, wie die Schlafmützen im Volk erwachen und Probleme anderer wieder gern zu ihren eigenen machen. Wir sehen, wie Reporter Rechenschaft ablegen werden für alle üblen Lügen, die sie brachten hier auf Erden. Doch um zu sehen, wie das alles mal in echt passiert, ist wichtig, dass man sich mit denen gerne identifiziert. Mit denen, die da waren und die, die man heute quält. Denn was du heute tust, gibt morgen eine du bessere Welt. Du bist die Veränderung, die ein Morgen möglich macht. Du bist jetzt der Grund.